Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des VMDTV-Rundblicks. Das Jahr neigt sich mit Riesenschritten dem Ende entgegen und Weihnachten kommt mal wieder mit der Geschwindigkeit einer Felswand auf uns zugerast, wie sie den leichtsinnigen Autofahrer nach einem verschätzten Überholvorgang trifft. Plötzlich ist sie da und so quasi aus dem Nichts aufgetaucht. Und ehe man sich versieht, ist man mittendrin. Dabei war doch gerade noch alles so gemütlich und beschaulich. So langsam scheint sich zumindest gemessen an den letzten 3 Jahren auch wieder ein bisschen so etwas wie Normalität einstellen zu wollen. Erst gestern wurde vom BR verkündet, dass liebgewonnene Rituale wie das Bedecken des Antlitzes bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Bayern ab sofort nur noch fakultativ möglich seien, da die Grundlage für eine Obligation nun nicht mehr gegeben sei. Eine spontan durchgeführte Straßenumfrage dieses Senders ergab dann auch, dass trotzdem ein Großteil der Befragten die liebgewonnenen Rituale gerne beibehalten möchte. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ein bisschen alte Normalität kehrt nun auch nach Freiberg zurück, denn nach 2 Jahren Zwangspause gibt es ihn endlich wieder, den Freiberger Christmarkt. Wir waren für Sie mit der Kamera bei der Eröffnung dabei. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich. Sie hören es schon im Hintergrund, es klingt weihnachtlich, denn nach 2 Jahren Zwangspause ist es endlich wieder soweit. Es findet wieder ein Christmarkt hier in Freiberg statt. Hinter uns sehen wir wieder die große Pyramide, die bis jetzt allerdings noch aus ist, aber das wird sich bald ändern. Und was wir alles hier zu entdecken finden dieses Jahr, das werden wir mal versuchen gemeinsam herauszufinden. Kommen Sie doch einfach mit. Nach 2 Jahren unfreiwilliger Pause ist es nun also endlich wieder soweit. Der Freiberger Christmarkt öffnet wieder seine Pforten. In altbekannter Schönheit. Und das mit jeder Menge erzgebirgischer Motive. Diese kleinen Gesellen hier gehören natürlich auch unbedingt dazu. Ich mache mich mal auf den Weg, um nachzuschauen, wen wir sonst noch alles hier antreffen können. Glück auf! Wir sind vom Erzgebirgsfernsehen. Oh, Räucherkatzen. Räucherkatzen auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ein Muss, ja? Ja, das muss unbedingt sein. Hier im Erzgebirge auf alle Fälle. Ich sehe, ihr habt eine ganze Menge schöne Öfen. Gibt's dieses Jahr besondere Neuigkeiten oder Renner? Unser neuer Ofen ist hier der Siegfried. Ja, darf ich? Ja. Damit kann man Räucherkerzen machen, damit kann man Harze schmelzen oder auch Duftöle machen. Und wenn man das abmacht, den Deckel, dann hat man ein Stöfchen. Das ist fantastisch. Ich gebe zu, ein kleines Modell habe ich auch schon zu Hause stehen. Ich glaube, das ist der Weise da hinten von euch. Also, sehr schön, fantastisch. Also, ihr bleibt immer dran am Ball und macht neue Sachen. Ja. Das ist schön. Ich wünsche noch alles Gute und gute Geschäfte hier. Glück auf, wir sind vom Erzgebirgsfernsehen. Ich sehe, bei euch gibt es jede Menge Sterne hier. Ja. Ganz viel Herrnhuter Sterne, Annaberger Sterne, Dresdner Sterne, genau, Kerzen. Wo ist da der Unterschied zwischen den Sternen? Für mich sehen die alle ein bisschen ähnlich aus. Ich weiß nicht, da kann mein Kollege vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Ne, kannst du schon mal. Kannst du schon mal üben. Wo liegen da die großen Unterschiede? Es gibt schon mal Annaberger Falt- und Fenstersterne. Die sind natürlich von der Form her unterschiedlich. Den klassischen Herrnhuter Stern, der seine ganz eigene charakteristische Form hat. Oder es gibt noch die Dresdner Sterne als Dreierkombination, so wie sie zum Beispiel hier drüben hängen. Und das sind alles andere Orte, wo die Sterne herkommen und die sind natürlich alle anders aufgebaut. Und Sterne gehört einfach hier im Erzgebirge zum Weihnachtsgeschäft mit dazu. Der klassische Weihnachtsstern. Was wäre Weihnachten im Erzgebirge ohne unsere schönen Sterne? Wir wünschen euch noch alles Gute und jede Menge Sterne, die ihr noch unter die Leute bringt. Glück auf! Glück auf! Hier gibt's den Adventsstern sogar mal ganz in klein. So, liebe Freiberger, seid ihr bereit? Viel besser, viel, viel besser. Denn wir wollen natürlich jetzt, ich sag mal so ganz langsam unseren Christmarkt hier eröffnen. Und ich finde das ja schon mal sensationell, dass es hier ganz, ganz viele gibt, die sich sogar schon von der Kopfbedeckung her weihnachtlich sozusagen, ich hätte fast gesagt, geschmückt haben. Ich komme jetzt mal kurz runter, das interessiert mich jetzt doch ein bisschen mehr, wo sie die Mütze her haben. Und. Also ich bin ja prinzipiell erstmal total froh, dass wir wieder einen schönen Christmarkt haben, oder? Das sehen Sie bestimmt genauso, oder? So, Sie sehen aus, als wenn Sie irgendwie eine komplette Familie sind. Ja.
Genau, der Papa. Mama. Die Mama. Geburtstagskind. Sie haben heute Geburtstag. Ja. Ehrlich, ja. Das ist ja unglaublich. Das ist sie, die Märchenparade. Angeführt von der Silberstadtkönigin Cecilia Chiara und Oberbürgermeister Sven Krüger. Gefolgt, wie sollte es anders sein, von der Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft. Und da sind sie, all die kleinen Märchenfiguren. Und hier Weihnachtswunschliste, gibt's da auch schon was? Ja, nicht direkt. Nicht direkt, wahrscheinlich ein Puzzle. Wir sind nicht mehr so anspruchsvoll. Okay, gut. Naja, das ist doch schön. Guck mal, das Fernsehen ist auch da. Also soweit. Hier drüben habe ich auch jemand gesehen, eine junge Dame. Also komplett gestylt als Weihnachtsmann. Sehr gut. Wollen Sie mal einen kleinen Schritt nach vorne kommen? Ist das sozusagen die Bekleidung, die Sie jetzt sozusagen zur Weihnachtszeit rausholen? Genau, ich bin die Weihnachtsfrau von Freiberg und werde hier am nächsten Tag meine Runde drehen mit dem Weihnachtsmann. Das finde ich ja sensationell. Ja, ja, der Weihnachtsmann, der ist ja gerade noch unterwegs. Der ist noch unterwegs, ja. Genau. Aber das ist ja schon mal gut. Also da hat sich ja was getan. Also sonst war der Weihnachtsmann immer alleine, jetzt hat er eine Weihnachtsfrau. Das hat er schon 3 Jahre, ja. Aber da haben Sie sich gut versteckt, weil ich habe Sie sonst nie gesehen. Doch, doch. Okay, sehr schön. Jetzt kein Christkindlmarkt, es war ja jetzt lange Zeit nichts und jetzt sind wir froh, dass es wieder richtig losgeht. Das glaube ich auch, also das sehe ich genauso. Wie ist das so bei Ihnen, kontrollieren Sie jetzt auch schon, ob so die Kinder die ersten Gedichte drauf haben und so? Genau, ja. Das muss man machen, ne? Ja, das haben wir auch letztes Jahr zu Corona-Zeiten gemacht, natürlich mit Mundschutz und dann einmal an der Kreuzung, wo wir uns schön aus dem Wege gehen konnten und die Kinder haben so schön mitgemacht, gesungen, Gedichte erzählt, denen war Corona. Was sie nicht alles machen für Süßigkeiten, ne? Genau, das ist gut. Die Musik wird lauter, das heißt, jetzt werden gleich ganz, ganz viele Kinder hier sein und wie gesagt, es ist ein Märchenumzug. Ja, ich bin schon gespannt. Also in den vergangenen Jahren hatten wir auch schon mal einen Backofen dabei. Also die lassen sich ganz viel einfallen. Hallo. Auf. So, ihr seid soweit? Sehr gut. Dann habt ihr Glück. Dann kontrollieren wir das jetzt nicht, sondern glauben euch das. Und jetzt freuen wir uns auf das Freiberger Stadtgebläse. Bitteschön. Vielen Dank. Und jetzt, glaube ich, werde ich mal so das Mikrofon weiterreichen, denn ich glaube natürlich, unser Oberbürgermeister will natürlich logischerweise euch und die vielen Gäste hier auch begrüßen. Der Weihnachtsmann ist da, unsere Silberstadtkönigin. Also all die wollen wir jetzt mal ganz kurz zu Wort kommen lassen und dann werden wir gleich ja, die nächsten Gäste hier oben auf der Bühne begrüßen können. Sven. Liebe Kinder, liebe Freibergerinnen und Freiberger, sehr geehrte Gäste, es ist einfach schön, dass wir nach 2 Jahren Pause heute wieder einen Original-Freiberger Christmarkt eröffnen können. Es ist zwar wunderbar, mit den vielen Kindern jetzt durch unsere Stadt zu laufen. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr einen wunderbaren Markt wieder gestalten konnten mit viel Unterstützung von den Freibergern. Und ich möchte an der Stelle auch die Gelegenheit nutzen, mich bei meinen Mitarbeitern ganz, ganz herzlich bedanken, dass sie das in nicht ganz einfachen Zeiten hier für uns auf den Weg gebracht haben. Ich denke, der Christmarkt gehört zu Freiberg. Es ist einfach unser Lebensgefühl. Es ist die Zeit von Weihnachten, die Zeit, wo man ein Stück weit zur Ruhe kommt. Und dazu lade ich Sie ein, hier
schöne Stunden auf unserem Freiberger Christmarkt zu verbringen, hier Freunde zu treffen, die Süßigkeiten zu naschen, die ein oder anderen Geschenke für Weihnachten zu kaufen. Denn dafür ist der Christmarkt da, dass wir uns langsam, aber sicher einstimmen auf ein Weihnachten, wie es früher einmal war. Glück auf! Wir brauchen jetzt Ihre und Eure Hilfe. Ja, wir müssen alle zusammenpusten, weil sonst wird es wirklich nichts. Das aber auch jedes Jahr immer erst beim dritten Mal gehen, ne? Gut, okay, also alle zusammen in diese Richtung. Wir holen ganz tief Luft und dann 3, 4. Na, Moment, wir freuen uns nicht zu früh. Hey, das sieht gut aus. Jetzt funktioniert's. Sehr gut, da kann man schon mal applaudieren, oder? Da ist die Freude groß. Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum. Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Freude sein. Süße Dinge, schöne Gaben gehen nun von Hand zu Hand. Jedes Kind soll Freude haben, jedes Kind in jedem Land. Leuchte Licht mit heller Schein überall, überall soll Freude sein. Zündet, rings ist jeder Raum erhellt. Weihnachtsfriede wird verkündet, zieht hinaus in alle Welt. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Friede sein. Hallo, wir sind vom Erzgebirgsfernsehen. Ihr seid die Zuckerbäckerei hier auf dem Weihnachtsmarkt, ja? Ja, wir sind die Firma Zenecker, seit 30 Jahren hier im Freiberg. Und wo kommt ihr her? Aus Neumarkt in der Oberpfalz. Was sind so die Klassiker, die bei euch jetzt hier besonders laufen? Der rote Apfel und die Erdbeerspieße und die Mandeln natürlich. Also kandiert der Apfel so wie früher auch, ja? Genau, das ist das Highlight eigentlich. Weil den kennen sie alle vom Frühjahr schon und den holen sie. Die kommen schon mittags vom Büro und holen sie einen roten Apfel. So soll es sein. Dann wünsche ich euch alles Gute und erfolgreiche Dankeschön. Weihnachtszeit. Dankeschön. Und dann hatten wir noch eine Verabredung, die wir bereits auf dem Bergstadtfest gemacht hatten. Ein wenig versteckt unter dem großen Weihnachtsbaum sollte nämlich etwas stattfinden, was mittlerweile dank Heinz Rühmann schon fast zu deutschem Kulturgut gehört. Eine Feuerzangenbowle. Eingeladen hatte uns der Schausteller Herr Vanhedei. Und eine Feuerzangenbowle ist wohl das Beste, was man bei diesen Temperaturen und der winterlichen Dunkelheit so machen kann. Doch was wir hier zu sehen bekamen, war nicht nur einfach so irgendeine Feuerzangenbowle, sondern diese hier wurde stilecht zelebriert, mit Schal und Zylinder. Na dann, wohl bekomm's! Glück auf! Wir sind vom Erzgebirgsfernsehen. Bei euch gibt's was zu erwerben. Fruchtweine haben wir.
selbstgemachte Fruchtweine von Alice Ingeru. Das ist, sag mal, mein Freund, mein guter Freund, der die Weine macht, schon 30 Jahre, mit Herz und Liebe. Aus deinem Dialekt entnehme ich, dass du nicht aus Deutschland kommst. Nee, das stimmt. Wo bist du her? Ja, du kannst schätzen. Ich würde sagen, Tschechien vielleicht? Richtig. Und Nachbar. Und kommst extra hier nach Freiberg für den Weihnachtsmarkt, ja? Ja, genau. Aber ich wohne schon lange in Deutschland und ich bin hier schon 8. Jahr, schätze ich, in Freiberg mit den Weinen. Ja. Der Freiberger Weihnachtsmarkt ist eine schöne Tradition hier geworden, ja? Ja, ist ein sehr schöner Markt. Schön, klein, auch, ich würde sagen, mit Liebe gemacht von der Stadt. Ich habe ja gehört, es soll sogar der schönste Weihnachtsmarkt, zumindest hier in Sachsen, sein. Wie würde deine Meinung dazu sein? Ich habe ein paar Weihnachtsmärkte gesehen und das ist einer von den schönsten, ja. So wollen wir das stehen lassen. Ich wünsche dir noch alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön, schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Na wunderbar, also dann freuen wir uns auf den 31. Christmarkt hier in Freiberg, der jetzt sozusagen in den Startlöchern steht und unsere Silberstadtkönigin vielleicht, wir haben ja schon festgestellt beim Pre-Opening von der Eisbahn, dass du natürlich gerne Eis läufst, aber du bist auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, oder? Ich könnte nicht sagen, was ich lieber mache. Okay, also du kannst ja erst Eislaufen gehen und dann zum Beispiel Langosch essen gehen. Das haben wir ja vorhin rausgehört. Das klingt nach einem sehr schönen Tag, ja. Sehr schön, also. Dann würde ich sagen, wollen wir unsere Kinder gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern wir wollen noch ein Lied hören von unserem Engel, von der Lien und von der Mama Lydia. Und da gehe ich mal zur Seite und hören uns jetzt noch ein schönes Weihnachtslied an. Und zwar, Weihnachten liegt in der Luft. Das passt. Wieder geht ein Jahr zu Ende, so wie es immer war. Und weil die Tage kürzer sind, ist Weihnachten ganz nah. Draußen weht ein kalter Wind und trotzdem ist uns warm, weil wir zwei zusammen sind, wie früher Schlitten fahren. Weihnachten liegt schon in der Luft, die schönste Zeit. Wir haben uns so darauf gefreut, denn ich mag diesen ganz besonderen Duft, der uns umhüllt und uns unser Herz mit Liebe füllt. Der Freiberger Christmarkt 2022 ist nun offiziell eröffnet. Nach 2 Jahren Zwangspause, in denen er leider nicht stattfinden konnte, beziehungsweise nur als Fernsehübertragung stattgefunden hat, ist es nun endlich soweit. Sie können alle hierher kommen nach Freiberg und endlich wieder Sachsens schönsten Christmarkt in Person bewundern und hier ein bisschen weihnachtliches Flair einfach. Machen Sie es einfach so wie wir, kommen Sie hierher, schauen Sie sich das Ganze an und nehmen Sie vielleicht auch das eine oder andere mit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Die schönste Zeit. Wir haben uns so darauf gefreut. Freibergerin erhält Bundesverdienstorden. 9 Engagierte aus Sachsen, darunter eine Freibergerin, ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Die Ordensverleihung nimmt der Bundespräsident während der Ortszeit Freiberg vor. Sie ist seine 5. Reise in der Reihe Ortszeit Deutschland, bei der er seinen Amtssitz für einige Tage in verschiedene Regionen verlegt, um den direkten Austausch mit Menschen zu suchen. Die Freibergerin Carmen Hartung enthält die Auszeichnung für ihr Engagement im Freiberger Verein Esther von Kirschbach für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen Gewalt gegenüber Kindern und Frauen.
Seit mehr als 25 Jahren ist sie ehrenamtliche Leiterin der Begegnungsstätte des Vereins, die in der Stadt Freiberg besonders für alleinstehende Seniorinnen und Senioren eine wichtige soziale Anlaufstelle ist. Neue Lithium-Batterie-Versuchsanlage für Chemiepraktika geplant. Studenten der Chemie profitieren ab Sommersemester 2023 von einem neuen digitalisierten Versuchsaufbau für Laborpraktika. Daran können sie künftig selbst erproben, wie Lithium gewonnen und recycelt werden kann. Das Lehrkonzept sorgt außerdem für mehr Teamwork und Eigenverantwortung im Studium. Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Elektromobilität, sagt Professor Martin Berthau. Die Studenten beschäftigen sich mit dem hochaktuellen Thema der Gewinnung von Lithium sowie mit umweltschonenden Verfahren für Lithiumrecycling und wenden innovative Ansätze aus der Forschung an, erklärt der Direktor des Instituts für Technische Chemie. Die 28. Karrieremesse findet statt. Am 12. Januar 2023 ist es wieder soweit. Die 28. Karrieremesse wird ausgerichtet. In der Sporthalle Ulrich Röhlein von Kalf begrüßen von 10 bis 15 Uhr über 70 ausstellende Unternehmen, Studenten und interessierte Besucher und stehen für Fragen rund um den Karrierestart zur Verfügung. Ob für den Berufseinstieg, zur Planung nächster Karriereschritte oder für die Suche nach Praktika. Die Karrieremesse der TU Bergakademie Freiberg bietet Studenten vielfältige Möglichkeiten, einen ersten Schritt in die Richtung Berufseinstieg zu gehen. Und noch etwas in eigener Sache. Falls Sie es noch nicht wussten, unsere Sendung, den Rundblick, sowie viele unserer Beiträge können Sie auch über YouTube empfangen. Falls Sie also jemanden kennen, der unsere Sendung auch gerne sehen möchte, sie aber nicht über Kabel-TV empfangen kann, dann empfehlen Sie ihm doch einfach unseren YouTube-Kanal. Im Kabelnetz können Sie unsere Sendung zur vollen ungeraden Stunde bei VMD-TV sehen oder in den Sendefenstern bei unserem Partnersender Kanal 9 Erzgebirge jeweils um 8 Uhr, 14 Uhr und 18 Uhr. Die derzeitige Situation stellt viele vor enorme Herausforderungen, seien es die stark gestiegenen Strom- und Gaskosten oder der grassierende Personalmangel. Doch auch wenn es für viele sich noch abstrakt und unwirklich anfühlen mag, dies alles passiert nicht losgelöst von uns. Was bedeutet, in der einen oder anderen Form wird es jeden von uns treffen. Auch das Kleinerzgebirge hat eine schwere Zeit hinter sich und lange war es nicht sicher, ob und wenn ja wie es für diesen einzigartigen Miniaturenpark, den wohl jeder hier in der Region Lebende als Kind besucht hat, weitergehen wird. Nun scheint aber endlich eine Lösung gefunden worden zu sein. Wir besuchten den Verein, um für Sie den neuesten Stand der Dinge in Erfahrung zu bringen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich. Wir sind heute mal wieder ins Kleinerzgebirge gegangen, in die Werkstatt. Vieles ist passiert dieses Jahr und wir wollten natürlich gerne mal wissen, was eigentlich der aktuelle Stand beim Kleinerzgebirge ist. Horst, ich grüße dich recht herzlich. Guten Tag. Horst, dieses Jahr war für uns alle auch ein bisschen ungewohnt. Viele haben versucht, wieder sozusagen ins Leben zurückzufinden. Wie sah es denn bei euch aus? Wie ist für euch dieses Jahr gelaufen? Naja, als erstes müssen wir sagen, das kam ja dann mal eine plötzliche Entscheidung, dass die Saison beginnen kann, dass es für uns weitergeht. Das war am 15. April und da haben wir natürlich angeklotzt und haben versucht, so schnell wie es geht, das Kleinerzgebirge herzurichten für unsere Besucher. Zu zeigen. Und da war es natürlich eine ganz wichtige Entscheidung, wie sich das entwickelt. Und aus heutiger Sicht, am Ende der Saison, können wir sagen, das Wichtigste, was vielleicht notwendig war, das war das Mitspielen der Besucher. Und das hat funktioniert. Wir konnten viele Gäste begrüßen. Der Park war in einem guten Zustand. Und das wurde uns von den Gästen auch bestätigt. Und das, denke ich, ist vielleicht in Summe das Wichtigste. Das ist ja das Wichtigste, weil so ein schöner Park, wie wir ihn hier vorfinden, der lebt natürlich von und mit seinen Besuchern und letztendlich findet er ja auch nur für seine Besucher statt. Weil was will man mit einem Park, in dem niemand spazieren geht und in dem niemand sich an den Miniaturen und auch an der Natur erfreut? Wir waren dieses Jahr ja auch Anfang des Jahres mit dabei und haben euch beobachtet, wie ihr die Modelle alle nach draußen geschafft habt. Wir werden mal sehen, hier werden wir sicherlich in diesem Beitrag davon was reinbringen.
Generell, wie geht's bei euch jetzt eigentlich weiter? Naja, nach der Insolvenz der GmbH, die noch nicht abgeschlossen ist, aber weit vorangeschritten, wurde ja das Haus am Kleinen Erzgebirge verkauft. Es gibt einen neuen Eigentümer, es gibt einen neuen Pächter und das Haus am Kleinen Erzgebirge konnte im August seinen Betrieb wieder aufnehmen, was natürlich für unsere Gäste von riesengroßem Vorteil ist. Man kann essen und trinken und nach dem Besuch oder vor dem Besuch des Kleinen Erzgebirges sich verköstigen. Und das ist natürlich eine Bereicherung für unsere Gäste, die uns natürlich sehr gelegen kam. Es hat sich also ein neuer Eigentümer für diese Immobilie gefunden, der sie übernommen hat, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und das heißt, das Haus am Kleinen Erzgebirge ist jetzt wieder in der nächsten Saison dann offen für die Gäste, ja? Ja, davon können wir ausgehen. Das ist neu für uns, das Zusammenspiel, das versuchen wir aber an jeder Stelle zu entwickeln, weil es ganz wichtig ist, dass da zusammengearbeitet wird. Wie gesagt, es geht ja nicht um uns, es geht um unsere Gäste, die stehen im Vordergrund und die werden es hoffentlich dankend zur Kenntnis nehmen. So ist es, also die Gäste stehen im Vordergrund und das heißt natürlich, ihr habt nicht nur die Miniaturen, die ihr in eurem Park präsentiert, sondern ihr macht das Jahr über auch Veranstaltungen. Wie ist es da dieses Jahr? Wie hat es da ausgesehen? Oder wie sieht es vielleicht noch aus? Ja, wir hatten also an Veranstaltungen dieses Jahr zwei kleine Feste, die vielleicht ein bisschen sogar aus der Not geboren wurden oder ein bisschen aus der Hüfte gemacht wurden, wie man so sagt. Das einmal war das Kinder- und Familienfest mit großem Erfolg, weil da alles mitgespielt hat. Das Wetter war gut, die Gäste sind gekommen und die Kinder waren zufrieden. Das hat unwahrscheinlich gut funktioniert und es wird es auch im nächsten Jahr wiedergeben. Und dann haben wir zum Abschluss noch unser kleines Herbstfest gemacht und das war in einer ähnlichen Qualität. Und jetzt haben wir noch vor, Park ist ja geschlossen, wir haben die Häuschen alle reingeräumt und die müssen ja alle restauriert und überarbeitet werden. Aber wir haben uns vorgenommen, am 1. und am 4. Advent unsere Glanzlichter durchzuführen. Das eine haben wir schon hinter uns gebracht, mit Pyramide anschieben, Stollen verkosten, Weihnachtsmann wecken. Und am 4. Advent, und da freuen wir uns riesig darauf, haben wir das Weihnachtssing mit Swinny und Lisanne. Wir haben vorher noch ein paar ganz tolle musikalische Barden da, die mit uns das Weihnachtssing ein ganzes Stück noch vorantreiben, sodass wir also an den 4. Advent ein schönes musikalisches Einstimmen auf die Weihnachtszeit haben werden. Klingt spannend und interessant, also sozusagen ein bisschen Weihnachten im Kleinen Erzgebirge, könnte man sagen, ja? Ja, Weihnachten im Kleinen Erzgebirge und die Vereinsmitglieder haben sich da viel Mühe gegeben, also da wird es Glühwein geben, da gibt es auch Stollen und dann viele andere kleine Dinge, die man so machen kann und die man auch im Spendenbereich Gästen verkosten kann. Den Rest macht dann Manus Imbiss, die Frau Klaasen, sodass also das Rundumwohl der Gäste gesichert ist. Kultur hat man schon gesagt. Vielleicht ein letztes Einstimmen auf Weihnachten. Das klingt interessant, auf alle Fälle Weihnachten im Kleinen Erzgebirge. Apropos Vereinsmitglieder, während wir uns hier unterhalten, im Hintergrund sind gerade zwei fleißige Bienchen dabei und die pinseln die Miniaturen hier neu. Wie ist das denn überhaupt, wenn jetzt jemand feststellt, ach, ich bastle eigentlich ganz gerne, weiß aber, würde das gerne in Gemeinschaft mit anderen machen? Wäre das vielleicht was für euren Verein? An wen kann er sich da wenden? Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Idee. Also ich kann alle nur aufrufen, wer Lust hat, zu uns zu kommen, kommt dazu. Wir sind ein Verein, ein Kultur- und Kunstverein, ein Schnitz- und Bastelverein, den es nun schon sehr lange in Oederan gibt. Wir sind ein wenig überaltert. Wir könnten Nachwuchs gebrauchen. Und dazu steht die Tür für alle offen. Wir tun auch viele Dinge in Gemeinschaft, sodass das also auch ein Verein ist, in dem man sich wohlfühlen kann, in dem man auch, ja, wie soll ich sagen, vielleicht familiär lebt und das ein oder andere, was man auch in seinen eigenen Hobby tut, in Gemeinschaft tun kann und das mit Rat und Tat und Unterstützung, so wie man es manchmal vielleicht alleine gar nicht vorfindet. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder ist uns willkommen und darf bei uns mittun.
Ist vielleicht eine gute Idee, sowas mal wieder in Gemeinschaft zu machen, weil Basteln hat ja in der jetzigen Zeit, viele Leute entdecken es neu und es macht aber einfach mehr Spaß, wenn man es mit anderen zusammentut. Ich gebe zu, ich habe es auch gemacht, ist schon eine ganze Weile her. Jetzt sind wir beim Fernsehen und interviewen hier die Leute vom kleinen Erzgebirge. Aber wer gerne basteln will, der kann das hier natürlich in Gemeinschaft viel besser tun als alleine. Ihr habt viel vor nächstes Jahr. Wir haben schon über viele Projekte gesprochen, die wir gemeinsam vielleicht angehen wollen. Bleiben Sie gespannt. Es wird immer wieder was Neues aus dem kleinen Erzgebirge geben, weil es geht ja glücklicherweise weiter und es bleibt interessant und es bleibt spannend. Wir wünschen euch alles Gute für die kommende Zeit und wir sehen uns demnächst wieder. Ich danke Ihnen recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Gunter Galinski, der langjährige Vorsitzende der Freiberger Fotofreunde, hat die fotografische Dokumentation unserer Stadt nachhaltig geprägt. Im März 2019 verstarb er und hinterlässt ein Werk von über 60.000 Fotografien, welche dem Stadt- und Bergbaumuseum übergeben wurden. Ein Team von Filmemachern hat sich nun seines Schaffens auf wissenschaftlich-dokumentarische Art angenommen und einen Dokumentarfilm über den Freiberger Fotofreund gedreht. Die Präsentation dieses Films fand am 24. November in der Alten Mensa statt. Am 24. November 2022 fand in der Alten Mensa in Freiberg die Präsentation des Dokumentarfilmes Gunter Galinski – Fotofreund statt. Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde hatte gemeinsam mit den Filmemachern zur Präsentation dieses Dokumentarfilmes eingeladen. Vor der Präsentation bot sich die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten bei einem Stehempfang mit Kuchen und weihnachtlichem Gebäck. Eingeladen zur Präsentation mit anschließender Podiumsdiskussion waren Interessierte und Weggefährten Gunter Galinskis, dem jahrelangen Vorsitzenden der Freiberger Fotofreunde. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Nathalie Knörr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Galinski war ursprünglich als lebendiges Porträt, als Fotograf geplant. Wir haben jetzt den Dokumentarfilm über Gunter Galinski hier gerade uns ansehen können und ich habe jetzt die beiden Filmemacher mal zu mir gehört. Herr Dr. Neser, Sie haben diesen Film über den Herrn Galinski zusammen mit Ihrem Kollegen gedreht. Wie ist denn eigentlich die Idee entstanden? Weil Sie sind ja nicht aus Freiberg hier. Nee, wir sind nicht aus Freiberg. Die Idee kam zustande über ein Forschungsprojekt, was die Uni Göttingen, an der ich arbeite, zusammen mit dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden geplant, beantragt und dann am Ende durchführen konnte. Und im Mittelpunkt dieses Projekts stehen die Freiberger Fotofreunde. Und darüber haben wir Gunter Galinski kennengelernt. Einmal getroffen, leider nur bei den Vorgesprächen 2014 und ein halbes Jahr, bevor wir mit den Dreharbeiten beginnen wollen, starb er. Aber an der Idee haben wir festgehalten, aber die Methode mussten wir ein bisschen ändern. Wie ist die Idee von den Freiberger Fotofreunden bis nach Göttingen getragen worden? Durch einen kollegialen Kontakt. Ihrer Speaker hat früher auch in Göttingen gearbeitet. Wir kennen uns noch aus früheren Instituts-, Universitätstagen. Und dadurch, dass ich mich am Göttinger Institut mit Fotografie und auch mit Film beschäftige, muss sie wohl an mich gedacht haben und hat mich dann kontaktiert und hat mich mit der Idee, sich dem Fotoclub mal zuzuwenden, forschend einbezogen. Wie ist denn eigentlich bei der Planung des Filmes zwischen Ihnen beiden so die Aufgabenteilung gewesen? Also da Thorsten ja sozusagen den wissenschaftlichen Zugang vor allem hatte und durch das Forschungsprojekt eben den Aufschlag eben gemacht hat, thematisch sich einzuarbeiten, die Kontakte auch herzustellen zu den Fotofreunden, ist vor allem diese konzeptionelle erste Phase, würde ich sagen, vor allem dein Part gewesen. Und dann sind wir aber auch zusammen hier nach Freiberg gefahren, eben um die Freiberger Fotofreunde zu treffen und sozusagen eine Art Vorrecherche zu machen für den Film schon, also mit der Filmidee. Wir haben uns grob überlegt, wie kann das aussehen, eben den Film auch ohne Gunter Galinski, aber über ihn machen zu können. Da war von vornherein ziemlich schnell klar, dass vor allem eben die Fotografien eine große Rolle spielen sollen, viel gezeigt werden sollen und dass eben Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter aus dem Kreis der Fotofreunde und eben auch des Museums, wo ja eben der Nachlass sich befindet, dass wir die gerne befragen wollen und sozusagen dann mit unseren
Forschungsfragen aufnehmen möchten dazu. Nach der Filmpräsentation fand die Podiumsdiskussion statt, bei der auch Besucher die Möglichkeit hatten, Fragen zum Film und zum kulturellen Erbe Gunther Kalinskis zu stellen. Fachprämierter Fotograf und Buchautor, als langjähriges Mitglied und als Leiter der Freiberger Fotofreunde. Gunther Kalinski war ja lange Jahre der Leiter der Freiberger Fotofreunde. Nun ist er leider nicht mehr unter uns, aber die Fotofreunde gibt es immer noch. Und den aktuellen Vorsitz hat jetzt der Herr Birner neben mir, ja? Ja, ich habe seit 2014 die Amtsgeschäfte übernehmen dürfen. Gunther Kalinski hat ja den Fotoclub 50 Jahre vorgestanden, hat den Fotoclub geführt. Und dann war er in dem Alter, wo er gesagt hat, jetzt muss man jünger ran. Und ich war dummerweise ein bisschen jünger. Und da habe ich dann die Aufgabe übernommen. Macht mir sehr viel Spaß. Wir sind eine dufte Truppe. Wir sind meistens jünger als unser Club. Der Club wird in 2 Jahren, werden wir 75 Jahre alt. Ist einer der ältesten Clubs hier in Sachsen auf jeden Fall. Vielleicht auch deutschlandweit, weiß ich nicht. Aber wir haben immer für die Stadt, für die Region mit unseren Fotos was bewegt. Gunther Kalinski steht natürlich in einer langen Reihe Freiberger Tradition. Heinrich Börner zum Beispiel, der mit Magnesiumfotografie unter Tage angefangen hat und hier Pionierarbeit geleistet hat. Wir haben ja in einem Projekt mit dem Stadt- und Bergbaumuseum, das hat ja auch noch andere Bestände, Fotobestände, sehr wertvolle Fotobestände, gerade zur Geschichte des Freiberger Bergbaus, haben wir ein Projekt gemacht, wo es um die frühe Fotografie etwa 1880 bis oder 1875 bis 1920, 30er Jahre ging. Und da schließt sich sozusagen das Oeuvre von Gunther Kalinski an und er erweitert das Spektrum, wie Frau Riedel schon gesagt hat, in die Jetztzeit. Und wenn jetzt jemand bei euch Mitglied werden möchte, wie muss er das anstellen? Das ist ganz einfach. Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Gaststätte Waldfrieden. Dort ist 19 Uhr unser Treffen und dort werden alle Sachen besprochen, wir diskutieren über Bilder und wenn jetzt jemand zu uns kommen möchte, darf er sich dort vorstellen, er kann sich auch vorher mal bei mir melden, muss ein bisschen pfiffig sein, um das rauszufinden und muss irgendwie fotografisch ein bisschen unterwegs sein. Fotografiert ihr eigentlich nur noch ausschließlich digital oder wird auch noch analog gearbeitet? Also analog fotografiert bei uns keiner mehr. Das wäre höchstens aus ganz simplen nostalgischen Gründen, aber das Digitale hat schon seine Vorteile. Und es hat alles so seine Vorteile und Nachteile und an der Stelle oute ich mich ja mal. Ja, ich habe auch noch in der Dunkelkammer gestanden als Kind. Das sah dann so aus, nachmittags raus und abends stand man im Finstern, hat erstmal den Film entwickelt, der trocknete dann über Nacht und dann am nächsten Tag in der Dunkelkammer die Abzüge machen. Bei euch genauso gewesen, ja? Das war genauso und man hätte natürlich da viel mehr Ruhe dabei gehabt, aber heute ist eben die Zeit schnelllebiger geworden. So ist es. Das sind halt die kleinen Probleme, die heutzutage die digitalen Fotografen haben. Früher, die Analogen, die mussten sich echt überlegen, was sie fotografieren, weil es war richtig, richtig teuer und so. Richtig teuer war es für diejenigen, die mit der Filmkamera unterwegs waren, weil das war nahezu unbezahlbar. Aber Filme habt ihr nicht gemacht, ne? Das haben wir nicht gemacht, nein. Also im beschränkten Maße und ganz im hintersten Stäbchen, aber als Fotoclub sind wir nach wie vor unterwegs und das soll auch so bleiben. So soll es sein, also der Fotoclub macht nach wie vor Fotos und kümmert sich um das Hauptthema Foto. Und ich hoffe, eure Fotos werden wir noch lange, lange bewundern dürfen, ne? Ist versprochen. Das freut mich. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und danke für das Gespräch. Dankeschön. Realität ist eine Sache, die unumstößlich ist. Sie ist das Ende jeder Diskussion. Was real ist, ist halt so und da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Punkt. Doch wie real ist die Realität? Was ist, wenn die so objektiv real geglaubte Wahrnehmung sich als Illusion entpuppt? Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie felsenfest der Meinung waren, auf Ihrem Konto wäre noch genug Geld, nur um nach einem Realitätsabgleich feststellen zu müssen, dass das Ende Ihres Monatslohnes und das Ende des Monats wieder einmal nicht zusammenfallen? Doch es geht auch weitaus extremer. Und nicht jeder kann damit umgehen. Für den normalen Menschen ist die Trennungslinie zwischen Traum und Wirklichkeit noch recht gut zu erkennen.
Alles, was zu absurd erscheint, muss ein Traum sein. Doch auch diese Linie verschwimmt zunehmend, wenn wir uns die gegenwärtig präsentierte Realität so anschauen. Noch vor 30 Jahren hätten wir das, was jetzt real ist, klar als bösen Albtraum abgetan. Was ist denn also real? Das ist eine Wahrheit, die jeder nur für sich selbst herausfinden kann und auch muss. Denn Realität ist das Ergebnis von Wahrnehmung und die ist nun einmal hochgradig subjektiv. Wir möchten uns an dieser Stelle wieder recht herzlich von Ihnen mit einem Filmtipp fürs heimische Kino verabschieden und würden uns freuen, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Sonja. Eins sollten Sie über mich wissen. Ich bin auf eine sehr besondere Form von Security spezialisiert. Unterbewusstseins-Security. Sie sprechen von Träumen. Mr. Koch hat einen Job anzubieten, über den er gern mit Ihnen sprechen würde. Ist das ein Praktikum oder so? Nicht so ganz. Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen. Und sie brechen ein und stehlen sie? Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Wir nennen es Inception. Ich bin soweit. Ich glaube, ich habe einen Weg zurückgefunden. Und dieser letzte Job, der bringt mich dorthin. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Sie hatten die Verantwortung, Sie sind nicht darauf vorbereitet! Der Traum stürzt ein. Ich hab's unter Kontrolle. Wie sieht dann außer Kontrolle aus? Hab bloß keine Angst, von einer größeren Kanone zu träumen.